Rolf Schwabe Schott beim 250 Kubikzentimeter WM-Lauf in Hockenheim. Start Nummer 1, Titelverteidiger Carlos Lavado aus Venezuela auf Yamaha. Toni Mang mit seiner Honda. Reinhold Roth und Sepp Schlögel mit der HB Honda. Manfred Herwe aus Lampertheim auf Honda. Und Konrad Hefele aus Einhofen mit seiner Rallye Sport Honda. Gleich nach dem Start setzen sich Mang, Cornu und Reggiani vom übrigen Feld ab. Die Zuschauer riss es von den Sitzen, als dieses Trio ins Motodrom einfuhr. Toni Mang, der Liebling aller deutschen Fans, in Führung. Dem Inninger hielten alle die Daumen. Es folgten Saron, Cardus, Cadalora und Roth. Roth stürzte beim Training und brach sich das linke Schlüsselbein. Aber der Amzeller ist ein harter Bursche. Er ließ sich schnell verarzten und war am Sonntag schon wieder dabei. Bei Carlos Lavado dagegen wollte es 1987 einfach nicht klappen. Er erreichte in Hockenheim mit seiner Yamaha nur den 7. Platz. Aber auch Konrad Hefele war vom Pech verfolgt. Er kam nur auf den 17. Platz. Der Toni fuhr, wie in alten Zeiten, gleichmäßig seine Runden und baute seinen Vorsprung weiter aus. Reinhold Roth kämpfte mit Cornu um den 2. Platz. Helmut Bradl wurde mit seiner Honda 14. Konrad Hefele und Helmut Bradl. Carlos Lavado, der Weltmeister von 1986. Die Massen tobten, als Toni Mang sich in Hockenheim den Sieg holte. Nun war er auf dem besten Weg dazu, sich auch noch den 5. WM-Titel zu holen. Reinhold Roth wurde Dritter. Und Reinhold Roth auf dem Wege zum Siegerpodest. Der Schweizer Cornu wurde Zweiter. Zwei Deutsche auf dem Siegertreppchen.
Leider fehlte Martin Grimmer. Auch er stürzte im Training und brach sich den linken Knöchel. Jahre vor Toni Mangs Sieg in Hockenheim, also 1937, gewann ebenfalls ein Bayer hier ein Motorradrennen. Sein Name Schorsch Meyer. Etwas älter geworden, aber immer noch topfit, drehte er 1987 mit seiner BMW eine Ehrenrunde.